So, willkommen zurück in Mittelerde. Wir waren hier an so einem Auftrag und den starte ich jetzt einfach mal direkt, weil ich eigentlich Bock habe, Gondor weiter zu beschützen. Du gibst zu viel auf diese Spinne. Sie zeigt dir nur, was sie will. Und was ist es, was du sehen willst? Minas Ithil, unversehrt. Oh, so selbstlos. Ist das alles? Letztes Mal sahen wir beunruhigende Dinge, nicht wahr? Zeig mir mein Schicksal mit den Nazgûl. Ein gefährlicher Wunschwaldläufer. Auf Vorsehung folgen Qualen. Wir erobern die Stadt im Morgengrauen! Beuge dich deinem Schicksal! Ich weiß, was du fürchtest, Talion. Kankras Vision ist nicht unveränderlich. Der Hexenkönig. Es ist die Macht der Unterwerfung. Der Ring versklavt den Geist der Menschen. Was können wir tun? Es müssen Opfer gebracht werden. Und viele werden sterben. Aber wir müssen unser Ziel erreichen. Koste es, was es wolle. Wir können Leben retten. Wenn der Häuptling aus meiner Vision derselbe ist, den auch Baranor und seine Männer jagen, brauchen sie Hilfe. Ein Häuptling macht keinen Unterschied. Im Moment ist dieser eine Häuptling die größte Bedrohung für Minas Ithil. Ich werde nicht zusehen, wie Baranor und seine Männer ihr Leben für seinen Tod riskieren. Okay. Baranor, ich will helfen. Dieser Häuptling, den ihr sucht, ist nicht ungefährlich. Ist nicht unser erster Häuptling, Waldläufer. Dein Schwert können wir gebrauchen. Dann erledigen wir ihn zusammen. Ich übernehme die Bogenschützen. Danach können deine Männer vorrücken. Ohne Alarm auszulösen. 10 Bogenschützen. 4 durch Schleichtötung. Ja gut, ich würde die ja wahrscheinlich alle durch Schleichtötung schnetzeln, wenn es denn klappt. Tja, was es da jetzt mit dem Hexenkönig auf sich hat, muss ich ja ehrlich sagen, das habe ich ja nicht so ganz verstanden. Man vorbereiten kann zu viel schief gehen. Man kann eine Hand verlieren, zermatscht werden. Wenn nicht schon verwundet werde. Sagt der Nächste. Eigentlich arbeiten wir allein. Ich hoffe, diese Schützen aus Gondor können zielen. Sonst müssen wir den eigenen Pfeilen ausweichen. Was ist das denn jetzt hier? Sie sind erfahrene Soldaten. Sie wissen, was sie tun. Ups. Das wollte ich nicht. Was macht der denn da? Ich will doch da hochklettern. Kann ich nicht hier hochklettern? Der springt dann automatisch runter. Was soll das? Okay, ich verstehe. Ich rufe das einfach so. Zeit. Der nächste, bitte. Zack. Der nächste, bitte. Das läuft ja wie am Schnürchen, sag ich euch. Ich weiß nicht, was das alles soll. Frisch gezüchtet und gleich rein ins Gemetzel. Und kaum kann man wieder ein Schwert. Ein Elb ist so viel wert wie 3 Schützen aus Gondor. Was? Nur 3? Aha, was sollte diese Bemerkung denn jetzt? Um die Belagerung zu brechen. Scheiße, das wollte ich glaube ich nicht. Das
habe ich den an der Hand getroffen. Ich dachte, ich schieße ins Feuer. Wir finden schon etwas anderes zum Töten. Keine. Was auch sein mag. Ach, sehr gut. Jetzt sind die hier rübergelaufen. Ist ja super. Was hier denn? Der ist da drinne oder was? Das war auch ein sehr willkürlicher Sprung. Den habe ich so nicht geahnt. Mann, der sein Zuhause beschützt. Das ist nicht ihr Zuhause. Man soll Wasser auf den Bettstein geben, wenn man eine Klinge schärft. Dann so, noch zwei. Warum sollte ich das? Jetzt wird es langsam ein bisschen schwieriger. Was war das für ein... Okay. Jetzt bleibt noch einer. Das ist sogar der da hinten. Also es gibt auch nur 10. Ich dachte, es gibt vielleicht ein paar mehr. Dieser Doppelsprung ist schon geil. Das sind die letzten Schützen. Begeben wir uns zu einem Aussichtspunkt. Das könnte dieser hier sein, oder? Spider-Man, zack! Geben wir Baranors Trupp das Zeichen. Ja, ne? Dann komm mal ran, ihr Leute. Ah, der süße Geruch von Menschenangst. Nichts ist süßer. Gemeinsam stürzen wir ihre Abwehr und malen sie zu Staub. Gemeinsam. Hauptmänner und Häuptlinge vereinigt, erlangen wir den Sieg. Gemeinsam nehmen wir die Stadt am Morgen ein. Setzt sie in Flammen! Für Gondor! Es ist Zeit für den Angriff. Tja, das lief denn ja wohl richtig gut, oder? Achso, die sind noch nicht alle in Flammen. Es läuft. Da sind ja diverse Hauptleute bei. Ach, und er läuft da jetzt in die Mitte rein und fängt an, Orks zu schnitzeln? Was stimmt denn mit dem nicht? Das ist doch super so, wie es läuft. Oh, da hat es einer nach oben geschafft. Du musst der Narr sein, der meine Leibwächter getötet hat. Ja, das war ich dann wohl. Das Unvermeidliche nur hinaus. Heute fließt das Blut der Menschen. Und deins trinke ich zuerst. Na dann genehmige dir mal einen Schluck, Bro. Das würde ich ganz gern sehen. Wilde Kontern, normale Angriffe von vorn. Neuer Feind, wilde, okay. Drücke E, um sie zu betäuben, bevor du sie eingreifst, okay? Das heißt, das ist hier so wilder oder was? So, bam, das war schon mal der eine. Kopf ab! Ja, da fliegt er! Da fliegt er! Oh. Okay, das ist ein Wilder, jetzt verstehe ich's. Okay, das war jetzt nicht die gewünschte Betäubung. Oh. Oh, Mann, oh Mann, ey, der geht einfach ab. Kein Geschoss mehr. Aha, jetzt habe ich ihn. So ganz habe ich das jetzt nicht geschnallt mit dem Betäuben. Aber okay. Ich denke, wir sind quitt. Er ist immerhin tot. Eine gute Jagd. Mhm. Außer für den Häuptling.
und seine Schützen. Wir sollten das wiederholen. Es wäre mir eine Freude. Ja, war ganz nett mit dir, ne? Du hast ja auch was gemacht. Nun, ich mein, gut. Bogenschützen, das war konnten cool. Konnten wir etwas bewirken? Wir wissen noch nicht genug. Wir müssen erneut zu Kankra. Es gibt nur einen Grund, zurückzugehen. Für meinen Ring. Genug! Es geht um mehr als deinen Ring. Oder dich. Ihre Vision könnte unser aller Rettung sein. Tja, irgendwie läuft's darauf hinaus, ne? Da waren noch Sachen, die ich einsammeln konnte. Kann ich mir die jetzt noch holen? Vorsicht, Talion. Du lässt dich zu leicht von ihr beeinflussen. Ich kann mich ihrer Vision nicht verschließen. So, was haben wir denn noch? Oh, da ist sogar so ein Messer. Und da ist auch noch so ein Umhang. Und jetzt war das der die Hauptbahn und jetzt ist hier irgendwas. Irgendeine Festung leer oder was haben die da nochmal gefaselt? Da wollte ich draufklicken. Ja, da ist jetzt frei. Ach, da ist frei. Okay. Die beiden stehen noch. Ja, will ich auch nicht. Das heißt, jetzt ist das wieder dran. Kankra kann uns Saurons Schwäche zeigen. Wir brauchen sie. Aber um welchen Preis? Klettere auf Monumente und drücke, um es zu zerstören. Das mache ich doch einfach mal. Ups. Was soll ich drücken? Das. Aha. Mal sehen, wie blutrünstig diese Meuchler jetzt sind. Sie sind nichts im Vergleich zu Elbenmeuchlern. Ja, das ist ja schön, das hast du eigentlich die ganze Zeit mit deinen Elben. Wenn du selber einer bist, sind jetzt die Besten, oder was? Guck mich doch an, ich bin ein Waldläufer. Ich schnetze hier unendlich viele... Was kann ich denn hier? Ach so, kann ich auch Informationen sammeln. Interessant. Und über wen möchte ich? Ja, gucken wir uns den hier nochmal an, ne? Oh, ein Feuerbeschwörer. Anfällig gegen Schleichtötung. Einmal mal ein bisschen umgucken. Gucken, wer so hier am Start ist, ne? Was ist denn dieser Schädel da? Komm ich hier hoch? Was haben wir denn hier? Unbekannter Hauptmann. Ein Festmahl. Ich kann nicht riechen, was sie kochen. Und dafür bin ich dankbar. Aha. Ach, jetzt soll ich da... das durchsuchen nach irgendeinem Bagger? Grug. Okay. Jetzt habe ich die Information gesammelt, oder was? Nee, jetzt soll ich den besiegen. Der Tag am Schaum will wohl ein bisschen mitfeiern. Das darf er ja auch. Er kann die Hauptspeise sein. Ach, du kannst doch nichts.
sehe ich dir doch schon an. Du kannst nichts. Du Lappen. So, Hinrichtungsmove. Zack, hingerichtet. Weg ist er. So, erzähl du mir nochmal was von Hauptspeise. Erledigt. Jetzt sind aber auch schon einige hinüber, ne? Also wenn man mal hier guckt, so ist schon ein bisschen ausgedünnt, so, ne? Schon, oder? Epische Orks sind stärker als andere Orks. Tja, der Eb war aber wohl nicht so episch, oder? Drücke X, um Eigenschaften der Orks zu untersuchen. Epische Wurfmesser. Ja, dazu ist er jetzt nicht gekommen. Ach so, ja, ich habe ja hier auch noch Sachen gesammelt, ne? Das hier zum Beispiel. Setze eine Schleichaufzehrung gegen einen Feind ein. Okay. Einen Bogen habe ich auch. Verpasse einen vergifteten Feind einen Kopftreffer. Okay. Eine bessere Rüstung habe ich hier sogar zwei. Die sind gleich stark. Gondorianer-Rüstung. Rohirrim-Rüstung. Ich finde die hier jetzt eigentlich sehr geil. Und was haben wir hier noch? Der ist auch Stufe 5. Der von einem Gondor-Waldläufer inspiriert wurde und aus Numenor. Oh, ich nehme mal den hier. Tja, gut. Was, wo wollte ich jetzt nochmal Kankra? Muss ich hier zu den Aufträgen? Da, zack. So. Immer diese Schnetzeleien, durch die ich mich hier aufhalten lasse von meinem Auftrag. Wunderbar. Köpfe platzen. Leute. Orkische Leute. sterben reihenweise. Bringen gute Sprüche und verrecken dann trotzdem. Zack, einen für den Weg. Nur einen kleinen für den Weg. Kankra kann uns helfen, Saurons Heer zu schwächen. Sie nutzt die Wahrheit, um ihre Lügen zu weben. Okay, ich lasse sie hier stehen. Das hat ja keinen Zweck. Was ist das mit dem Feuer? Das haut irgendwie nicht so hin. Aber... Hehehe, das haut hin. Wunderbar. Wundervoll, wie sie da alle am Brennen sind. So fröhlich umherlaufen. So. Oha. Aha. Da war der Hexenkönig auf dem Bild, habt ihr es gesehen? Das macht mich ja jetzt ein bisschen nervös. Ich muss noch mehr sehen. Ich weiß. Wenn du das Schicksal Saurons kennst, zeig uns seine Schwächen, damit wir ihn bezwingen können. Dein Verständnis ist begrenzt. Nichts würde ich lieber sehen als seine Qualen, wie er sich vor mir windet. Doch meine Augen richten sich auf das Schicksal von Mittelerde. Dann gib zurück, was du mir gestohlen hast. Und ich bringe dir Sauron in Ketten. Wieso sollte ich, Ringschmied? Du und Sauron seid eins. Ist es das, was du wolltest? Wahrheiten und Rätsel? Sie ist nicht unsere Verbündete. Deine sicher nicht. Komm, Talion. Sieh durch meine Augen. Ihr Untergang kommt von innen. Innen.
In Minas Ithil gibt es einen Verräter. Doch wer? Zweifelst du an ihr? Ihre Visionen wurden wahr. Wir haben es beide gesehen. Dann kämpft Minas Ithil einen Krieg an zwei Fronten. Halt, leuchtender Herr! Wir wissen, wie man den Verräter findet. Führ uns zu ihm. Ein Häuptling, schickt einen Boten zu ihm. Wir zeigen euch den Boten. Wenn es um Verräter geht, ne, dann kennt Gollum sich aus. So, hier kann ich auch schon wieder bessere Chance im Nahkampfangriff, kritische Treffer für mehr Schaden zu landen. Ja, das klingt doch immer geil. Das wollen wir auf jeden Fall. Tja, was den Rest angeht, was haben wir denn hier? Gefolgsleute rufen. Hauptmann beherrschen. Verbesserung Leibwächter. Ja, ich glaube, da muss ich mir nochmal Dolchhagel explodieren lassen. Terrorisieren. Boden Todesstoß. Liegen am Bodenfeinde ausführen, das verkürzt die Dauer von Bodenhinrichtung. Ja, doch, das benutze ich auch tatsächlich. Das machen wir mal. Ja, ansonsten muss ich mich da, glaube ich, gleich nochmal reinlesen. Die Aufzehrung, was habe ich da gerade gelesen? Nein, falsch, da muss ich hin. Die Aufzehrung von Feinden lässt Elbengeschosse wiederherstellen. Das ist ja schon nicht schlecht. Dann schnappe ich mir das auch noch. So, und jetzt geht's erstmal weiter. Wir wollen den Verräter finden. Da, seht ihr, die dunkle Herrin bietet ihre Kleinen an. Ein Nest voll mit ihren Kindern. Weckt sie auf und seht zu, was sie tun. Okay. Und was tun sie? Tanzen? Platzen. Ja. Ansonsten sieht das eher aus wie Tanzen. Das stimmt. Hast du das gehört? Spinnt überall! Tod allen Feinden! Ach, die greifen die Orks an. Ja gut, schade, dass sie die ja platzen lassen. Aber ich kann mich auch selbst um die Orks kümmern. Die Kleinen stechen zu, aber sie töten nicht. Ein tiefer, tiefer Schlaf. Sie kommen zurück, wenn niemand hinsieht, und bringen Orkse zurück zur dunklen Herrin, damit sie sie verschlingt. Aha. Ein schreckliches Schicksal. Was unsere Feinde fürchten, ist für uns von Wert. Das ist ein wahres Wort. Der Bote ist in der Nähe. Da, das ist der Bote. Folgt ihm und er führt euch zu seinem Meister. Okay. Ab jetzt gehen wir allein. Versteck dich, Gollum. Mal gucken, wie wir da rankommen. Sieht ja erstmal aus wie eine krasse Festung hier. Sein, dass mein Kopf noch dran ist. Ohne Alarm auszulösen, sollte doch machbar sein, oder? Ich glaube, der steht da ins Haus. Lieber der als ich. Zack. Ja. Aus dem Weg! Ich habe Wichtiges zu tun. Wichtiges zu tun, hat er. Ich komme vom Verräter und habe wertvolle Informationen für ihn. Oh, oh. Ich war dir nicht im Weg.
Und wenn du sowas Wichtiges zu tun hast, warum hältst du dann an und prallst? Puh, das war knapp. Der hätte mich jetzt beinahe gesehen. Ihr merkt schon, ich bin da ein bisschen ruhiger, wenn es abgeht. Da muss ich mich dann ein bisschen konzentrieren, so. Ich hoffe, ihr verzeiht das. Aber ihr braucht ja auch nicht die ganze Zeit mein dünnpfiffiges Gelaber ertragen, oder? Oh, wie komme ich da denn ran? Sieht der mich? Lach du nur. Sehr gut. Die kriege ich hier ja so. Hey, aus dem Weg! Ich habe wichtige Neuigkeiten für den Häuptling. Ja, ja. Ich habe den Bleichhautverräter getroffen. Ich soll dem Anführer was ausrichten. Komm ich da denn am besten rüber? Halte deine Klappe und beweg dich. Das. Der Menschenbrecher wird dich häuten, wenn du es jedem erzählst. Oh, der Menschenbrecher. Aber ich stimme dem auf jeden Fall zu. Halt die Klappe und beweg dich. Oh, was? Nein, das wollte ich nicht. Was ist hier los? Der Wald der Führung wird nicht gefaulenzt. Ihr werdet immer euer Bestes geben, sei es beim Üben oder bei der... Das war nicht gewollt. Ich wollte ja eigentlich so rüberschlittern, ne? Es geht schneller, wenn wir den Grabmann finden und töten. Oh ja, das wäre ein ruhmreicher Sieg, auch ohne Beförderung. Ah, komme ich hier einfach so... dran vorbei. Sieht gut aus. Spider-Man! Tja, und jetzt? Krasses Monument hier. Da steht er. Ups. Das war auch schon wieder nicht so ganz gewollt. Aber trotzdem ist nichts schief gegangen bis jetzt. Okay, komme ich da von oben rein? Ich muss mal eben meine Spinnenkräfte hier einsetzen. Alter, das ist aber auch hohes Gelöt hier. Was haben die da denn aus den Rippen gezogen? Nicht schlecht für so stinkige Orks. Ja... Ich will hier doch da... Wie komme ich denn hier weg? So. Das sieht gut aus. Kann ich hier in die Luke rein? Nee. Ja. Wie komme ich da denn jetzt rein? Das ist ja hier... Also, irgendwo muss ja... Ups. Muss es ja so einen Eingang geben, ne? Weißt du, ich hab so ein kleines Vieh mal gebissen. Glaube ich nicht. So ein Spinnenvieh hat dich gebissen und du lebst noch. Muss ich hier vielleicht an der Seite erstmal lang? Ich hau dich nur um. Ich hatte Glück, dass sie mich nicht holen kam. Sonst wäre ich jetzt sicher längst verspeist. Also dieses Rumklettern hier, toll, jetzt komme ich an der Stelle nicht weiter. Hast du schon mal das dürre Ding aus Haut und Knochen hier rumlaufen sehen? Das dürre Ding. Gib dir gleich dürres Ding. Ignorier ihn einfach. Zu dürr zum Essen. Aha. Zu schwach als Bedrohung. Da komme ich nicht rein. Hier ist ja auch keiner. Interessiert keinen, was hier oben los ist. Obwohl das hier ja schon aussieht, als wäre das. Einige Orks sind selbsternannte Marodeure, die es nach Reichtümern verlangt, anders als der Rest der Orks. Gier, nicht Mordlust, treibt sie an. Im Gegensatz zu den meisten Orks tragen sie Schmuck wie diesen Ring, um ihren Status zu zeigen. Diesen nahmen wir einem toten Marodeur ab. Wir wissen also nichts über seine Geschichte. Er scheint aber numenorisch zu sein. Wenn wir nur wüssten, wo die Marodeure solche Schätze finden. Okay. Ein Ring aus Numenor. Und gut gearbeitet. Nach dem Maßstab der Menschen.
Nach dem Maßstab der Menschen. Ey, der hat auch immer nur zum Meckern, ne? Okay, also ich werde mich hier nochmal umgucken, wie man da denn reinkommt. Vielleicht muss ich auch durch den Haupteingang. Das vermute ich ja jetzt gerade, weil hier oben ist ja irgendwie nix, ne? Ich habe diesen seltsamen kleinen Wicht in den Höhlen herumschleichen sehen. Warum frisst die Spinne ihn nicht? Gibt wohl keine gute Mahlzeit ab. Aber Fakt ist, dass wir jetzt abbrechen müssen. Oh. Menschenbrecher, ich habe Nachricht vom Verräter in Minas Ithil. Aha. So geht er mit Nachrichten rum. Hab ich es euch gesagt. Redet niemals offen über den Verräter. Nehmt euch diesen erbärmlichen toten Trottel als Beispiel. Die nächste Male, die das Wort Verräter in meiner Nähe auch nur flüstert, endet noch schlimmer. Mhm. Oh, und jetzt soll ich den Häuptling besiegen. Okay, das machen wir nächstes Mal. Das machen wir nächstes Mal, Leute. Bis dahin, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.